Lieber Kollege Karl, an Sie nur eine ganz schlichte Frage. Wenn Sie sich die humanitäre Hilfe weltweit anschauen, dann werden Sie doch mit mir wahrscheinlich übereinstimmen, dass das immer humanitäre Hilfe bleiben muss, ansonsten ist sie gefährdet. In dem Augenblick, wo politische Einflüsse geltend gemacht werden, ist die humanitäre Hilfe mit einem Risiko behaftet. Und dann glaube ich doch, stimmen Sie mir zu, dass man genau das unterbinden muss. Und ich sage nochmal, das Internationale Rote Kreuz ist über 100 Jahre gut damit gefahren. Das Internationale Rote Kreuz.